Zombie. Du bist ein Zombie? Oh Gott, dann bleib mir bitte fern. Ich bin kein Zombie. Hörst du einen Schuss? Ja. Okay, das war ich. Das klingt aber so, als ob der von hier kam. Warte mal, hier ist ja auch noch eine Brücke. Oh, viel zu viele Brücken! Ich bin verwirrt! Das ist eine Brücke, das ist bloß die, wo dann. Ja, die führt einmal rüber, ich weiß. L geht. Bandage X, DX, das ist die bessere als die, die ich dabei habe. Licht aus. Ich hab keinen Platz, das ist kacke. Ich. Ah! La 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 la. Wo bist du denn gerade? Was siehst du denn gerade? Ich sehe gerade drei Zombies hinter mir. Aua! Die mich anknabbern! Das ist natürlich nicht gut. Nee, ganz und gar nicht. Wenn gut. Du stirbst, verlierst du alles, ne? Oh, noch einer vor mir! Wo bist du? Im Haus, aber ich habe keine Waffen, du Pfosten. Ich weiß, wo du bist! Ja! Ja! Ist da zufällig noch eine Barriere? Nein, wir sind doch auf einem anderen Server. Ach stimmt. Die Barriere entfernt. Ich laufe jetzt ins Haus rein. Dann komm hoch, ich bin im dritten Stock oder so, ich halte mal die Bandages bereit. Wurdest du getroffen? Ja, aber mein Kopf ist. Ach, da bist du. Bist du das überhaupt? So, ich hab dir geheilt. Zwei Stück habe ich aus Versehen gegeben. Bist du das auch wirklich? Ja, meinst du, ich hätte dich sonst gerade geheilt? Du bist doch der. Ja, klar, du bist der hier mit dieser Eisenkevlar, Alter. Oh. Ich spring gerade, ne? Ja, hoffe ich doch. Nicht, dass wir uns jetzt gerade verfehlt haben. Ich bin im falschen Haus. Du bist im falschen Haus? Ich heile einfach so einen anderen Typen, der zufällig mit der Kevlar hier hochläuft. Hier ist der Can of Harm, nimm die mal mit, weil ich habe keinen Platz mehr im Inventory. Wo ist die? Hinter mir im Raum, wo ich gerade rausgerannt bin. Can of Harm oder wie die da rum heißt. Ich glaube Thunfisch oder so ist das, keine Ahnung. Can of Helm. Ach, das ist so. Was ist das denn? Ach, das ist so. Was Dose. Ist das? Ach, das ist Fleisch. Ja, was Cam ist, Ken ist, weiß ich. Das ist eine Dose, aber mir klar. Brauchst du Essen, Trinken? Ah, ja, okay, Fleisch hast du ja jetzt. Trinken habe ich auch genug, wenn du brauchst. Ah, genau. Gut, dass du das sagst. Ich könnte mal was zu trinken. Ach so, warte mal kurz. Ich droppe dir mal kurz das Magazin. Hier. Ich habe gerade ausgekackt. Merci. Ich meine, ich könnte es auch gebrauchen. Ich habe die Waffe auch noch ein paar Mal im Inventory, aber du hast sie jetzt gerade live dabei. Daher ist sie für dich wahrscheinlich besser. Ja, ist schon. Ich weiß gar nicht, ob ich vielleicht sogar. Was ist das? Jawohl. Hier schon wieder so eine Spritze, Alter. Das ist wahrscheinlich wieder diese Anti-Gift-Spritze, ne? Ja. Ich weiß immer noch nicht, wofür der Sinn jetzt da sein soll. Weil es gibt, soweit ich weiß, noch kein Gift. Zumindest wurde ich noch nie vergiftet. So, war Water ist 6. Dann esse ich mal für meine Chips und das so, das müsste jetzt erstmal reichen. Ups. Nehme ich das. So. Wo genau bist du hier? Ganz diese unten. Musik! Kokosnusswasser. Ich bin ganz unten. Warum? Weil ich den Rest schon durchsucht habe. Nein, warum hat denn der jetzt meinen. Mich hat ein Zombie gehört. Ach so. Wie doof. Ich stimme mich jetzt. Danke. Was? Ja. Was stimmst du mir jetzt zu? Ich stimme dir einfach zu. Das, was ist doof? Immer das, was du blöd fragst. Ah. Das ist ja doof. Okay. Ich gehe gerade aus dem Haus raus, ne? Hinten oder vorne? Ach, vorne. Aus der Tür. Ja, ich sehe gerade das Lichtspektakel. Ja, bedanke dich bei dem Zombie. Danke! Disco. Ich hab Chips gefunden. Ich hab davon genug. Also ich hab ja, genug Knabberkram. Ich... Ja, wenn dringend brauchst, sag Bescheid, weil ich hab genug Knabberkram dabei. Ich geh nochmal schnell rum. Geh du rum, ich geh mal hier geradeaus durch diesen
Keine Ahnung. Kann das sein, dass sie mittlerweile mehr Möbel mit eingebaut haben? Hatte ich jetzt auch das Gefühl, zumindest unten. Ja, unten zumindest, gell? Aber unten waren wir letztes Mal auch nicht so lange. Hallo, lebst du noch? Oh, du lebst noch. Dann regel ich mal kurz. Kann ja nicht angehen, dass man dich am Leben lässt. Ich schicke dich zu deinen Freunden. Bitteschön. Kein Problem. Immer wieder gern, melde dich einfach wieder. Kann da oben was liegen? Bist du oben? Nein. Ich laufe gerade durch diese Gasse gegenüber dieses Dings. Da ist schon wieder einer. Es hört sich irgendwie bei mir an, als wäre jemand oben. Ah! Hast du geschossen? Nein. Verdammt, das klang richtig nah. Das war auch im Haus. Also pass auf. Ja, scheiße, ich bin gerade gegenüber des Haus. Hat er auf dich geschossen? Hilf mein Dicksacker. Schießt er gerade auf dich? Ich bin tot. Ich bin tot. Der stand vor... Das war eine Frau. Ich hab gedacht, das wärst du. Der steht vor meiner Leiche. Der droppt jetzt... Der guckt, was ich jetzt gerade hab. Wo liegst du denn? Genau vorm Eingang oder wo? Nee, erste Treppe. Die sind zu zweit. Zu dritt. Die sind zu dritt. Die haben sich wahrscheinlich... Zu viert. Pass auf. Die haben alle Schrotflinten. Ich leuchte da rein. Yeah! Schade, dass ich das nicht verfolgen kann. Scheiße. Was machst du jetzt, ey? Ich guck die da gerade beim Rein. Oh Gott, die haben mich gesehen, glaube ich. Ich guckte den da jetzt beim Rein- und Rausrennen zu. Die haben ernsthaft alle Schrotflinten. Ich hab gedacht, die war weiblich. Die Person. Ich hab gedacht, das wärst du. Hast einfach mal aus Spaß auf mich geschossen. Wolltest gucken, wie. Keine Ahnung warum. Und dann. Ich hab doch nicht mal eine Waffe, du Fuss. Ja, weil ich hab gedacht, du hättest eine gefunden. Das ist ja das. Ich hab gedacht, du hättest eine gefunden. Dann stand auf einmal die Person vor mir, ey. Alter, die sind zu fünft oder zu sechst sogar. Ja, das ist gerade extrem schlecht. Vor allem für mich auch. Ich hatte eine Waffe, Mann! Das Spiel ist so frustrierend. Weißt du, was frustrierender ist? Du musst jetzt eine Stunde warten, bis du wieder spielen kannst. Ja, nee, ja doch. Ja, nee. Ich habe ja noch einen zweiten Char. Ja gut, du kannst das auch einen neuen wieder machen. Ja, entweder das, ich habe eh nichts zu verlieren. Beim anderen wäre es eventuell ein bisschen doofer gewesen, weil da hatte ich ja sogar eine Schrotflinte, ne? Ja, die kannst du ablegen jetzt. Du kannst im globalen Inventory zugreifen. Wenn du im Charaktermenü bist, einfach unten rechts auf Inventory. Back to game. Ja, bringt mir nichts. Ich muss mir dann Quit machen. Ja, man sieht halt nur den. Ich finde, das sollten die auch besser machen. Ah, ne, man kann ja nicht direkt respawnen. Man hast ja. Ja, das Gasmaske ist Level 2. Ich bin tot. Ich bin tot. Verdammt nochmal, ich bin tot. Ich hab einen Zombie gekillt. Hier ist eine Note. Note liegen hier auch überall rum, da stehen einfach Sachen drin. Man kann auch Experience sammeln. Ja, das, wie gesagt, später soll noch Perks und so reinkommen. Das heißt, später soll man auch noch Fähigkeiten erhalten. Daher ja auch das mit dieser 1 Stunde Respawn-Zeit. Momentan ist die ja recht sinnlos, aber später, wenn du dann halt wirklich Charaktere hast, die auch leveln, ergibt das dann auch Sinn. Ja, das stimmt allerdings. Aber wie gesagt, ist ja nur eine Alpha oder so, kommt noch alles dazu. Ich finde das, was dieses Spiel jetzt schon bietet, in der Alpha oder so, ist halt genauso viel wie DayZ, aber es hat noch viel weitere Aussichten als DayZ. Also das, was jetzt implementiert werden soll. Ich bin gerade da, wo wir den Zombie-Amoklauf gemacht haben. Fällt mir gerade auf. Und ich weiß auch... Okay. Bei den Zelten? Genau, bei dem Zelt. Ein Zelt ist doch ein paar sind hier. Und ich weiß jetzt auch wieder, warum wir das hier gemacht haben. Hier sind Zombies in Hülle und Fülle. Ja, merkst du was? Schon wieder nur so ein scheiß Armeehut, Alter. Passt aber ziemlich gut. Wir haben nur noch 10 Minuten bis zur nächsten Aufnahme. Oh. Ich laufe hier immer noch rum. Ich lebe noch. Alles, das ist so... Oh. Ah. Ich glaube, hier war ich schon mit den ganzen... Ja, hier war ich schon. Stimmt. Ich werde es jetzt wahrscheinlich so machen. Meine Zuschauer dürfen jetzt zu dir rüber gucken.
und sehen dann ein bisschen 10 Minuten mehr. Ich mache jetzt eine Aufnahmepause. Frustrierend! Ey, egal welchen Weg, ich laufe überall liegen Zombies rum. Das Problem ist, ich will jetzt die Taschenlampe nicht zücken. Weil hier irgendwo 6 bewaffnete Leute durch die Stadt rennen. Ja, fuck, jetzt muss ich das zücken. Ja, das ist ja das. Ja, 6. Die haben sich hundertprozentig. Gerade in dem Moment, wo wir rausgehen, oder wo ich rausgehen wollten, haben die sich respawned. Oder sind die in die Map gekommen. Und dann war ich halt der Leidtragende, weil ich halt noch im Haus war und nicht aufgepasst habe. Wir haben auch 2 Banditen jetzt drin, ne? Ah ja? Weißt du, wenn da nur einer gewesen wäre, hätte ich mich versucht ranzustechen und den mit der Taschenlampe zu verhauen. Aber als du sagtest, das ist Schrotflinte. Ja, wenn er dich nicht trifft oder nur am Körper trifft, dann kann das durchaus klappen, sogar sehr gut sogar. Das Problem ist natürlich, dass du dann erwähnt hast, dass da noch ein zweiter ist, wurde es mir halt ein bisschen gefährlich. Warte mal, ich bin eben in der Nähe des roten Hauses. Einer und noch einer, und zwar von oben runter, und da war niemand, weil du ja das Haus durchsucht hattest. Die haben sich hundertprozentig respawned, sind in die Map gekommen und sind dann runtergegangen, wo sie halt Pause gedrückt hatten oder rausgegangen sind, und dann war ich halt genau in dem Moment dann halt da drin, und ich hab dann, oh, das ist so, oh. So, ich sag jetzt tschüss zu meinen Abos, Abonnenten. Sag tschüss. Ja, ciao, seine Abonnenten. Ich trau mich jetzt nochmal in dieses rote Haus rein. Wenn ich sterbe, sterbe ich. Aber erstmal muss ich den Eingang finden. Also den Hintereingang, da würde ich gern rein. Also hier durch. So frustrierend. Nicht für mich. Ich hab jetzt auch schon eine Pause. Frag mich, ob die immer noch drin sind. Ob die da drin jetzt campen oder ob die rausgegangen sind. Oh. Weil wenn sie da drin sind, versuche ich die im Nahkampf zu battlen, Alter. Dann hau ich denen die Fresse ein, bis sie nicht mehr können. 6 Stück, hast du keine Chance. Ach, ich bin Curry, du hast mich noch nicht in Action gesehen. Ich bin Curry, ich kann giftig sein. Ich kann Hustenreiz auslösen. So, jetzt hier schön langsam rein. Langsam kriege ich Hunger. Welches Stockwerk bist du gestorben? Hm? Welches Stockwerk du gestorben bist? Ja, Erdgeschoss. Die haben aber alles mit sich genommen. Die haben sogar meine Weste mitgenommen. Die Frau, wo mich erschossen hat. Ja, klar. Giftig. Erdgeschoss gestorben. Also hier unten sehe ich gerade keine. Also direkt an der Treppe. Ja, also hier liegt nichts mehr. Meine Gasmaske, die ich hier geworfen habe, liegt hier sogar noch. Hatten sie kein Interesse dran? Okay, ich guck mal weiter höher. Voller Schiss, Alter, so ganz langsam um die Ecke gucken. Ich glaube, die sind rausgegangen, da brauchst du jetzt keinen Schiss haben. Ja, nur weil die draußen sind, heißt das nicht, dass hier keine anderen wieder reingegangen sind, ne? Ja, stimmt mal wieder. Weil, als ich noch reingeguckt habe, sind da noch ein, zwei Leute hinterhergerannt. Draußen lag auch ein Smallpack, wenn ich das richtig gesehen habe. Nicht nur 2 Leute, es waren insgesamt 6 Stück, ernsthaft. Ist das frustrierend, das Ganze. Shotgun-Muni. Radiostation. Bandages. Scheiße. Hier rennt ein Zombie gerade irgendwo hin. Aber ich bin nicht gerannt, ich weiß nicht, wen sie hinterher rennt. Da ist ein Spieler. Ja, dann renn weg oder versuch ihn zu killen oder was weiß ich. Aber ich muss hier erstmal runterkommen, warte. Weil der Falldamage hier soll extrem sein und ich habe jetzt keinen Bock mehr, die Beine zu brechen. Ich will ihn nämlich ehrlich gesagt töten. Einfach die Fresse polieren. Du willst ihn töten oder du willst dich selber töten? Ich will ihn töten. Es ist ein Display, man muss ja hier ein bisschen Action bringen. Natürlich. Ja, ich habe leider zu wenig. So, dann gucke ich mal. Ganze Zeit durch die Gegend gelaufen und... Ja, nee, aber... Ich habe immerhin eine Waffe gefunden und ich hab einen Zombie gekillt. Ja, du hast ja auch... du bist ja auch erschossen worden. Ja, das ist halt das andere Problem. Ist ja auch so ein Teil Action. Ich schleiche gerade den Typen da hinterher. Hatte ich noch nicht gesehen. Wo ist er denn hin? Hey, hinter dir! Bin ich ja blöd, wo ist er denn hin? Auf einmal kommt er hinter dir
hervor und erschießt dich. In Wirklichkeit war ich's. Der hatte keine Waffe, so wie ich es gesehen habe. Der kann sie auch einfach nur eingesteckt haben. Ich ja auch. Möglich. Okay, ich gebe offiziell zu, ich habe keine Ahnung, wo der hingerannt ist. Ich dachte, der wäre hier reingerannt. So eine Gasse, die eigentlich nur geradeaus führt. Aber ich sehe ihn nicht mehr. Schade, ich hätte gern noch jemanden die Fresse poliert. Ja, dann such weiter. Räche mich! Räche mich! Ich will einen anderen Helm. Dann halt nicht. Da sind wir jetzt haben. Ja, ich kann jetzt nicht zu offensiv rumrennen. Ich muss auch so ein bisschen versuchen, aus dem Hinterhalt zu kommen. Das war ein Scherz. Dödel. Oh ja, ich lock einfach mal alle Zombies an. Aber nur weil es kam. Ah ja? Stimmt. Ich locke alle meine Zombies an. Einfach nur weil ich es kann. Schulterschnappe wegpacken. Hier ist auch nichts weiter als Zombies. Ach, wo ist der Pisser denn hin, ey? Ah, keine Ahnung, schade. Schade, schade, schade. Noch eine Maske gefunden. Und eine 1-Liter-Pulle. We have no toxins in blood. So. So, ich putze jetzt mal meine Brille. Ich habe ja sonst nichts anderes zu tun. Das glaube ich dir sogar. Danke. Bitte. Ich bin auch immer so lieb zu dir. Immer? Ja, immer. Natürlich. Da kannst du mal sehen. Du willst mich immer abschießen, Mann. Ja, sei dir froh, dass das nur Abschießen ist. Ich will dir wenigstens die Eier dran lassen. Aua. Wieso aua? Ich will sie dir doch dran lassen. Ja, aber nur Eier bringt mir ja auch nichts. Nicht? Ja, wenn ich sonst nichts mehr hab, was bringt mir dann Eier? Ja doch, Rührei, aber so. Ja. Kannst du noch was zu essen machen? Wie denn, wenn ich keinen Hunger mehr habe? Egal. Na, was hat deine Freundin was zu essen? Welche Freundin? Die dir gleich mal irgendwann kommt. Oh Gott. Das ist nicht lustig, wenn man sich gerade Plakatwände anguckt und dann einen Schuss hinter sich hört. Irgendwo hier ja, vor mir. Ja, dann, geh, raus. Nein, ich gehe jetzt voll angreifen. Wenn ich... Wieso bin ich eigentlich immer in so eine scheiß Sackgasse, wo kein Arsch wieder rausfindet? Hallo, Ausgang. One minute left. Nee, two. Ja, ich will diesen Typen noch mit der Pistole fisten. Hast du eine Pistole gefunden? Nö, aber ich habe einen Typen mit der Pistole gehört. Ach so, du willst den Typ mit der Pistole fisten. Ach so, nicht mit deiner Pistole? Ja doch, du hast doch auch eine. Ja, in der Hose, aber sonst. Was siehst du mal? Zack, da hast du die Pistole auf einmal. Ja, dann hol ich den raus und hau den so einmal quer durchs Gesicht. Der so, BÄM! Nimm ihn in den Mund! Gepimmelt. Dann steht auf seinem Bildschirm nicht you are dead, dann steht da you was gepimmelt. You was cocked. Genau, you was cocked. Oh. Oh, bei Flach, Curry. Die kommt hier wieder zum Vorschein. Scheiße. Ja, hier habe ich gerade die Sachen fallen lassen. Wo war denn dieser Pisser mit der Waffe? Soll ich die anderen schon mal einladen? Das ist glaube ich blöd, während ich im DayZ LP noch bin. Warzett. Warzett DayZ. Warzett.
Du bist im falschen Film! Immerhin liegen die nicht ganz so weit auseinander. Viel schlimmer, wenn ich jetzt Left 4 Dead oder so gesagt hätte. Ich hab ihn gefunden! Ja, dann mach ihn nieder. Ja, aber nicht, wenn er mit der Waffe auf mich zielt. Ach so, der zielt auf dich. Hat er. Ja, und jetzt? Jetzt drückt er ganz wild um sich hin. Au! Ich Idiot. Tot? Ja. Warum? Was hast du gemacht? Ich wollte ihn angreifen, hier hauen. Er liegt aber auf so... Naja, Dingern drauf oder so. Ne? Ich kam jetzt hingerannt, wollte hauen, kam nicht dran, drehen sich die Zombies um und greifen mich auf einmal an. Dann wurdest du von Zombies getötet oder wie? Nee, die Zombies haben mich gehauen, dann bin ich ein Stück rumgerannt, wollte jetzt um die Zombies rumrennen, draufspringen, wo er drauf liegt und ihn dann hauen. Und währenddessen hat er mich erschossen. Was hat er denn da in der Hand? Das hat ein fettes Magazin dran, sieht aus wie Tommy. Also jetzt kann ich den Leuten auch noch zeigen, wie das dann im Endeffekt aussieht, wenn man tot ist. Also dieser Wait-Screen. Das haben meine Zuschauer schon seit 10 Minuten gesehen. Ja, meine sind's jetzt. Loading Data. Tot. Hier sieht es jetzt. Dead, Review in blablabla. Und wie wir ihn wiederbeleben, werdet ihr dann auch sehen, weil ich werde es nicht vorher machen. Der Charakter gehört halt, das ist pure Aufnahmecharakter, der wird nur in Aufnahmen gespielt. Hier ist mein. Ich finde das ja richtig geil. Ich habe den Charakter jetzt das erste Mal eigentlich gespielt. Und hier steht das Timeplay, 7 Stunden 44 Minuten. Ja, Ingame-Stunden. Aber warum hat die andere 3 Stunden 42 Minuten? Welche andere? Der neue? Nein, die alte. Mit der wir gestern gespielt haben, wo wir eine Stunde oder 2 Stunden gespielt haben. Und die heutige, wo wir jetzt gerade mal 14 Minuten oder so ernsthaft gespielt haben. Da stehen nur 2-3 Stunden? Ja, bei der alten steht 3 Stunden, bei der neuen 7. Bei mir steht beim neuen 4 und bei der alten 18. Aber wir haben auch nicht 18 Stunden gespielt. What the fuck? Die Anzeige ist mich auch noch voll verpackt. Ich weiß nicht, wonach sie die richtet. Das könnte ja auch Ingame-Stunden sein, aber dann ergibt es trotzdem keinen Sinn. Ja, weil wir gleich angefangen haben. Aber vor allem survived oder so. Das heißt, das müsste sich ja jetzt gleich sowieso wieder resetten eigentlich, oder? Wenn ich draufklicke, steht da sogar One Day, 3 Hours and 42 Minutes. Gedöns. Gedöns, genau. Gedöns. Ja, global Gedöns ist das beste Schlusswort. Und Gedöns. Aufnahme Ende. Baseballschläger habe ich auch. Wer hat das, glaube ich, schon mal gebracht? Das kommt mir zumindest bekannt vor. Ja gut, also wie man den wiederbelebt, seht ihr ja dann, wenn es losgeht. Charakterstellung habt ihr gerade gesehen. Wenn ihr draufklickt, werdet ihr nach Namen gefragt, welchen Modus ihr spielen wollt. Der Unterschied dieser Modi ist, Normal ist, man kann seinen Helden wiederbeleben. Hardcore ist, er bleibt halt wirklich für immer tot wie in DayZ und man muss neu anfangen. Hier ist der Unterschied. Dann könnt ihr euch hier momentan 3 Charaktere aussuchen, beziehungsweise diese könnt ihr auch freikaufen, diese beiden hier. Wenn ihr auf Unlock klickt, könnt ihr hier sehen, wie viel Geld ihr braucht. Experience kann man momentan noch nicht sammeln, das heißt, diesbezüglich so frei unlocken kann man den noch nicht. Geld, ich weiß nicht, wie man diese GC bekommt, weil es da stand, dass ich sie habe. Ich habe nur diese Dollar. Und diese Dollarzeichen habe ich von Zombies bekommen, falls wer Interesse hat oder wissen will, wie man die bekommt. Also ich habe Zombies verhauen und die haben dann halt ein bisschen Geld gedroppt. Ein bisschen fand ich ja immer noch diese, was war das, diese Dose auf, was weiß ich, die ich dir zwischen den Beinen weggeschnappt habe. Die so, Pasta, Drecksack. Ja. Das war meine Lieblingspasta. So, hier könnt ihr sehen, meine Grafik alles auf Low eingestellt oder so, das läuft immer noch nicht. Ich müsste vielleicht mal die Revolution runter machen, vielleicht geht es dann besser, dann kann ich, denke ich, mir auch die Grafik wieder hoch machen. Ach stimmt, man kann ja noch die Grafik hochmachen. Könnte ich nächstes Mal auch machen. Naja, also mach ich schnell. Nächstes Mal versuchen wir es mal mit diesen Grafikeinstellungen. Ich sage jetzt ciao, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Warzy. Tschüss.